Zu dem Jubiläum fällt mir ein, dass ich damals war ich Moderator bei der Tagesschau des Senders Bozen, hat es noch geheißen. Und die Gründungsfeier war am Reichriegler Hof. Jörg Haider war dabei, Christian Waldner, den ich privat auch irgendwie gekannt habe. Wir haben ab und zu im Hopfen haben wir diskutiert. Er war ja früher bei der SVP-Jugend und da haben wir diskutiert über alle möglichen politischen Szenarien in Südtirol. Unter der Schirmherrschaft von Jörg Haider, dem populistischen Rechtsaußenfreiheitlichen aus Österreich, werden im Dezember 92 die Freiheitlichen gegründet. Um sich vom Wahlprogramm der Union zu unterscheiden, übernimmt Waldner die Erfolgsthemen der österreichischen Freiheitlichen. Eine Erneuerungsbewegung muss immer die Nase ein bisschen voraus haben. Sie muss also dazu beitragen, Entwicklungen vorwegzunehmen, damit man nicht nachher reagieren muss. Neben der Selbstbestimmung werden Kampf gegen Politikerprivilegien und Grenzen zu für Ausländer aufs Programm gesetzt. Ich war dabei. Und ich muss sagen, dass die Freiheitlichen nicht auf die Welt gekommen wären, nicht das Licht der Welt erblickt hätten, hätte es damals den Christian Waldner nicht gegeben, der ein Schüler von mir war und mit dem ich sehr freundschaftlich verbunden war und der mich auch befragt hat, was ich dazu sage. Die Freiheitlichen damals hätte es auch nicht gegeben, hätte es Jörg Haider nicht gegeben. Nicht Jörg Haider war so ein Lichtblick, nicht für eine junge Generation Südtiroler, die sich, sagen wir, von den Freiheitlichen erwartet haben, dass in Südtirol auch eine gewisse Modernität eintrifft, ein gewisses liberales Gedankengut, eine gewisse andere Form Politik zu machen. Also Südtirol war damals sehr, sagen wir, sehr langweilig, lasch, nicht fast schläfrig. Und das hat diese Leute animiert, um Christian Waldner zu sagen, es braucht neuen Schwung. Ein bisschen eine Lust- und Spaßgesellschaft war dazu. Man sollte auch feiern. Politik sollte wieder Freude machen. Willkommen zu dieser Wahlsendung der Tagesschau. Die Wahlen sind gelaufen. Es hat eine gewaltige Veränderung der politischen Landschaft gegeben. In Italien und auch in Südtirol. Rechtsruck in Südtirol. Die SVP verliert 3 Mandate. Freiheitliche und Union ziehen mit 2 Abgeordneten in den Landtag ein. Wir warten auf die Tabelle, aus der hervorgeht, dass die Südtiroler Volkspartei, die SVP, bei diesen Wahlen auf 52% kam. Das ist ein Minus von 8,4 gegenüber 1988, wo sie noch 60,4% hatte. Und im ersten Anlauf bereits die Freiheitlichen mit 6,1% haben sie den Einzug in den Landtag geschafft. Auf Anhieb 2 Vollmandate und wie gesagt das 3. knapp verfehlt. Damit musste natürlich auch die Südtiroler Volkspartei umgehen und die Rückmeldungen, die wir aus der Bevölkerung bekommen haben, waren sehr, sehr gut und es war einfach eine gute Stimmung da. Die Freiheitlichen, Sie wissen das, sind ja bei Null gestartet, das hat sie in dieser Form nicht gegeben. Beide ihre Spitzenkandidaten haben den Sprung in den Südtiroler Landtag geschafft, nämlich Pius Leitner und Christian Waldner. Die noch junge politische Bewegung, die Freiheitlichen, haben es auf Anhieb geschafft, 2 Abgeordnete in den neuen Landtag zu entsenden. Der Obmann Christian Waldner ist, nehme ich einmal an, selber überrascht. Ja, wir sind überrascht, aber es hat sich vorausgezeigt, dass die Freiheitlichen gewinnen werden und wir haben das Resultat mit unseren Freunden, mit der Bevölkerung gewonnen. In der Folge wird es eher still um den erfolgsverwöhnten Provokateur. Die meisten politischen Freunde haben sich distanziert. Auf der Suche nach neuen politischen Inhalten nähert sich Waldner Anfang 96 der Lega Nord. Doch die ehemaligen Verbündeten arrangieren ein Treffen der Lega mit Jörg Haider. Waldner sitzt im Publikum, man redet von einer möglichen Versöhnung. Doch sein ehemaliger politischer Ziehvater spricht ihn nicht einmal an. Trotzdem scheint er auf einen politischen Neuanfang gehofft zu haben. Montagabend dieser Woche. Von Beamten der Digos wird der Landtagsabgeordnete Christian Waldner in seinem Büro am Reichriegler Hof tot aufgefunden. Erschossen, schon am Samstag zu Mittag mit mehreren Schüssen in Kopf und Körper. Mit der Suche nach dem möglichen Mörder wird eine Lawine von Spekulationen über das mögliche Motiv ausgelöst. Peter Paul Reiner gestern Nachmittag auf dem Weg in die Bozner Questur. Wie er wurden gestern alle Vorstandsmitglieder der Freiheitlichen überprüft, denn die Ermittlungen hatten sich in diese Richtung verdichtet.
Gegen 5 Uhr früh dann das Geständnis, das Staatsanwalt Kuno Tarfusser heute der Presse bestätigte. Gast im Studio jetzt der Obmann der Freiheitlichen, Bios Leitner. Guten Abend, Herr Leitner. Guten Abend. Welche Zukunft hat eine Partei wie die Ihrige, die Freiheitlichen, deren gesamte Führungsmannschaft vor dem Staatsanwalt erscheinen muss in einem Mordfall? Ich hätte mir nie gedacht, dass sich die Freiheitlichen nach dem ersten Höhenflug mit Christian Waldner und nach dem schweren Sturz vor 20 Jahren wieder erholen könnten. Ich habe mich getäuscht, aber ich glaube nicht, dass ich der Einzige war. An was kann ich mich ganz besonders erinnern in diesem Zusammenhang? Es war kein politisches Ereignis, es war ein tragisches Ereignis, ein schlimmes Ereignis. Wir waren an dem Abend, als Christian Waldner ermordet worden ist, ich war in der Tagesschau, viel zu voreilig bei der Zuteilung von Verantwortlichkeiten und dergleichen mehr, was ich heute noch bedauere. Und damals hatten die allermeisten den Eindruck, jetzt ist eine Entwicklung, jetzt ist eine Bewegung zu Ende. Im Lauf der Zeit allerdings, und ich glaube, das ist auch Bios Leitner zuzuschreiben, Uli Maier natürlich auch, ist es gelungen, den Freiheitlichen gelungen, den Nerv breiter Bevölkerungsschichten zu treffen. Der Weg zum Familiengrab. Jazzmusik, wie sie Waldner geliebt hat. Der letzte Gruß an den Verstorbenen. Begraben wurde Christian Waldner dann im Familiengrab. Ja, so etwas ist eigentlich auch im Nachhinein immer noch unvorstellbar. Wenn man mit einem Mord konfrontiert wird, das heißt, wenn man in den Nahbereich eines Mordes gerückt wird, wo man überhaupt nichts zu tun hat, dann entstehen natürlich Fragen, welches die Hintergründe sind. Und ich bin jetzt weder ein Kriminalist noch ein Staatsanwalt und schon gar kein Richter, um darüber zu urteilen, was hier wirklich passiert ist. Ich glaube an die gerichtliche Wahrheit immer noch nicht. Ich kann mir das ganz einfach nicht vorstellen. Tatsache ist, und das ist für die Partei natürlich wichtig gewesen, dass die Partei mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hatte. Welches die Gründe dann wirklich waren, das müssen diejenigen herausfinden, die dafür zuständig sind. Ja, in der schlimmen Zeit natürlich, also nach dem Mordfall Waldner vor allem, haben sich die Leute abgewendet von einem. Nicht? Es sind auch wieder eben viele Personen weggegangen von der Partei, auch Mitglieder. Wir haben dort einmal Parteitage gehabt mit 30 Leuten, so in dieser Richtung. Ja, mitmachen, man hat ein Kontrastprogramm erlebt, man hat am Anfang die Höhe erlebt und alle haben dich gepriesen und dann natürlich hast du erlebt, wie jemand da den kalten oder viele dir den kalten Rücken zeigen. Aber man muss halt durchhalten, nicht? Das ist das Einzige. Nach Unterbrechung der Sitzung die Vereidigung der stellvertretenden Vorsitzenden der Freiheitlichen Ulrike Tarfusser als neue Landtags- und Regionalratsabgeordnete. Sie tritt die Nachfolge Waldners an. Wenn ich jetzt die Nachfolge von Christian Waldner antrete, dann ist das eigentlich ein sehr insofern schlechtes Gefühl, zumal die Umstände des ja mit dem Tod von Christian Waldner also sehr traurig sind. Und für mich selbst ist es also sehr hart, jetzt momentan das so anzutreten. Die Freiheitlichen gehören zu den Verlierern dieser Wahl. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was haben Sie falsch gemacht? Woran kann es liegen? Ja, mein Gott, jetzt die Gründe dazu zu finden, ist nicht so einfach. Es gibt sicherlich einen Hauptgrund, das ist keine Frage, der liegt 1,5 Jahre zurück, das weiß jeder. Und das ist ja den anderen Parteien und auch dem Gericht und den Medien gelungen, uns eine Sache anzulasten, für die die Freiheitlichen an und für sich überhaupt nichts können, aber wir müssen das ausbaden. Das ist sicherlich der Hauptgrund. Aber ich glaube, wir haben eine gute Gruppe präsentiert mit einem guten Programm und das ist für lange Zeit ausgelegt und ich stehe nicht an zu sagen, dass wir verloren haben. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wir haben gekämpft, wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und man darf nicht vergessen, dass wir vor 1,5 Jahren nicht nur bei Null waren, sondern weit unter dem Minus. Und somit, es gibt uns noch und das haben uns ja einige auch nicht zugetraut. Viele Mitstreiter können sich nicht vorstellen, was es bedeutet hat,
im Jahr 98 Wahlkampf zu betreiben. Also ich kann mich erinnern, uns hat man die Hunde nachgehetzt auf den Höfen. Wir haben damals Südtirol in Bezirken eingeteilt. Jeder Bezirk hat einen Wahlkampfbus bekommen. Wir haben die letzten Kraft- und Finanzreserven zusammengekratzt und haben in meinen Augen einen recht professionellen Wahlkampf gemacht. Es hat damals ganz wenig Kandidaten nur gegeben. Und trotzdem sind wir von Haus zu Haus gegangen. Wir haben eine Landkarte damals als Hauptwahlgeschenk bekommen. Und ich muss sagen, die Stimmung war auf der einen Seite niederschmetternd. Also wir wurden wirklich vertrieben teilweise. Und andererseits aber hat es auch viele Menschen gegeben, die diese Hartnäckigkeit und irgendwo auch diese Überzeugung und diese Standhaftigkeit und diese Loyalität zu einer Partei zu stehen, auch sehr geschätzt haben. Und das hat uns letzten Endes ja auch noch, Gott sei Dank, damals das Restmandat beschert. Und von damals ist es dann rapide aufwärts gegangen mit den Freiheitlichen. Ich muss sagen, dass die Freiheitlichen, vor allem gewisse Personen, wenn ich denke an Pius Leitner, mit dem ich ja sehr viel zu tun gehabt habe, dass wenn man mit denen was ausgemacht hat, dann sind sie dazu gestanden. Vor allem, wenn man vorher auch mit ihnen geredet hat, vor allem, wenn es um den Haushalt gegangen ist, wo ja Richtlinien, Schwerpunkte festgelegt werden, dann sind sie meistens dazu gestanden. Was die Außenpolitik anbelangt, ist natürlich so, dass auch sie sich teilweise ein bisschen an die sagen wir Schwesterparteien oder Mutterparteien, wie man sagen soll, in Österreich oder auch in Deutschland, vor allem in Österreich, irgendwie verlassen haben, vor allem unter der Zeit Haider, aber auch früher und nachher, und deswegen ein bisschen anders irgendwie ausgerichtet waren wie wir, dann ist ganz klar, nicht? Sie müssen sich auch wieder unterscheiden. Denn wenn sie nur das irgendwie nachbeten, beziehungsweise das vertreten, was wir vertreten, dann heißt ja, was brauchen wir dann euch? Aber ich muss sagen, in grundsätzlichen Dingen, was Österreich anbelangt oder was auch Rom anbelangt, haben wir uns auch irgendwie zusammengeredet. Und es war nicht so, dass sie alles kritisiert haben, nur weil wir es irgendwie erfunden haben. Denn wir sagen halt Guten Morgen und deswegen können sie schon auch Guten Morgen sagen. Nicht? Das heißt, wenn es vernünftig war, waren sie vielfach schon auch dafür. Die SVP natürlich nach wie vor überall an erster Stelle. Die Sammelpartei hat vorläufig 58,1% der Stimmen, die Freiheitlichen 5,1. Jubel bei den Freiheitlichen, das enttäuschende Ergebnis von 1998 ist vergessen. Herr Leitner, so wie es jetzt ausschaut, über 5%, ein großer Erfolg für die Freiheitlichen. Wie sehen Sie es bis jetzt? Ja, es zeichnet sich ab, dass die Freiheitlichen eindeutig der Wahlsieger sind. Ob wir unser Ziel von 2 Mandaten erreichen, werden wir am Abend erst wissen. In diesem Land dauert es ein bisschen mit dem Auszählen, ist eigentlich mittelalterliche Zustände. Aber wir sind natürlich hoch erfreut über das Ergebnis grundsätzlich. Und ich bedanke mich bei den Wählerinnen und Wählern, dass sie uns dieses Vertrauen geschenkt haben. Wir werden sie sicherlich nicht enttäuschen. Ja, fast Wahnsinn. Also, wenn man denkt, dass man als Praktikantin einige Jahre vorher begonnen hat, wo die Stimmung eine ganz andere war, wo, wie ich vorhin gesagt habe, wo man vertrieben wurde von den Höfen und so weiter, wo man angefeindet wurde, offen angefeindet wurde und dann als absolute Newcomerin sozusagen, weil es war wirklich wahnsinnig schwierig, neben Pius Leitner jemand bekannt zu machen. Damals waren die Medien noch völlig anders, als sie es heute sind. Sie sind nach wie vor ist es schwierig, in Südtirol einen Bekanntheitsgrad zu erringen. Aber dennoch, den Pius Leitner hat man gekannt. Die Medien hatten eine ganz klare Strategie, die Freiheitlichen als Ein-Mann-Partei abzustempeln. Es gibt nur den Leitner und sonst niemand. Und wenn es dann, so wie wir mit unseren bescheidenen und spärlichen Mitteln gearbeitet haben, da ist es einfach eine unglaubliche Befriedigung und Erleichterung, dass persönlicher Einsatz zählt. Denn uns kann man sicher vieles vorwerfen, aber eines nicht, dass wir nicht richtig gebuckelt haben. Es hat sich schon bei den Parlamentswahlen abgezeichnet, mit den Freiheitlichen ist zu rechnen bei diesen Landtagswahlen. Und tatsächlich, sie haben es geschafft, ihre Stimmen sogar zu verdreifachen. Vor 5 Jahren kamen sie noch auf 5%, jetzt sind sie bei knapp 15% angelangt. Und sie haben es sogar geschafft, von 2 Sitzen nun auf 5%
Sitze sich zu steigern. Also, außer Pius Leitner und Uli Meier sitzen jetzt noch drei weitere Vertreter der Freiheitlichen im Landtag. Einmal ein Vertreter aus Terlan, einmal ein Vertreter aus dem Bustertal und sogar das Wipptal hat es geschafft, einen Kandidaten der Freiheitlichen in den Landtag zu schicken. Pius Leitner plus 13.000 Stimmen, Uli Meier plus 10.000. Die Spitzenkandidaten haben nach den beiden SVP-Kandidaten Dürnwalde und Berger am meisten Stimmen südtirolweit eingefahren. Es ist eindeutig feststellbar, dass wir viele Stimmen von den Arbeitnehmern bekommen haben. Ich glaube ganz einfach, dass ich einen sehr ehrlichen, sehr mutigen und sehr offenen Weg gegangen bin. Obwohl ich sagen muss, Politik war für mich damals ein Buch mit 7 Siegeln, also ganz total was Neues. Und ja, die ersten Schritte waren logischerweise nicht leicht. Ich kann mich gut erinnern, wie wir uns hart getan haben, Kandidaten zu finden, speziell auch im Pfalzen oben. Und wie gesagt, aber es ist uns damals gelungen, eine Kandidatenliste aufzustellen. Es waren leider 3 Leute, muss ich dazu sagen. Und ja, die Anfangsschritte waren recht schwierig. Also ich habe damals im Pfalzen nicht ein gutes Ergebnis gemacht, sondern im Grunde ein Restmandat. Aber es hat sich danach einiges daraus entwickelt und dann hat man versucht, den Bezirk aufzubauen und so weiter und so fort. Und dann sind die ersten Schritte im Grunde gegeben. Ortswechsel nach Terlan. Dort ist ein Sektproduzent zu Hause, der als einfaches Mitglied des Gemeinderats immerhin auch Kommunalerfahrung mit in den Landtag bringt. Sigmar Stocker, 39, ist als Freiheitlicher in den Landtag gewählt worden mit 4.350 Vorzugsstimmen. Ja, es war natürlich ein besonderer Moment, in den Landtag einzuziehen, in das sogenannte Hohe Haus. Auch aus dem Grund, weil die Partei gewisse Tiefen überwunden hat. Man muss sich ja nur anschauen, wie es in dieser Partei eigentlich zugegangen ist in den letzten 25 Jahren. Und wir sind dazu mal zu fünft in den Landtag eingezogen. So viel wie noch keine Opposition in Südtirol. Und das zeigt, dass erstens die Themen gegriffen haben. Und das zweite heißt, meiner Meinung nach auch, zeigt es, dass die Bevölkerung sich dieses Projekt eigentlich wünscht, weil sie dir ja ein Vertrauen gegeben hat in dieser Stärke. Und dann später wissen wir ja zum Schluss, dann sind wir zu sechst einmarschiert. Also man hat gewisse Tiefen überwunden und ist eben als zweitstärkste Kraft ins Hohe Haus eingezogen. Die Spitzenkandidaten der Freiheitlichen Pius Leitner und Uli Meier betonten zum Abschluss ihres Wahlkampfs in Bozen, im Gegensatz zur SVP klare Positionen zu vertreten. Insgesamt sei der Wahlkampf von freiheitlichen Themen wie Jugendarbeitslosigkeit, Zuwanderung und Energiepolitik geprägt gewesen. Schauen wir vielleicht jetzt noch, ich glaube, die Grafik von den Verlusten und Gewinnen müsste im Prinzip da sein. Hier haben wir sie, 2,4% Verluste wurden bis jetzt errechnet für die Südtiroler Volkspartei. Verluste auf jeden Fall. Im Moment die Freiheitlichen bei plus 3,7, das sind die Gewinner. Ich bin mal so extrem verloren für gekommen. Ich habe total nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und ich bin mal so brutal unprofessionell für gekommen. Ich habe mir gedacht, nein, jetzt musst du das dienen, Augen zu und durch. Ich meine, ich bin ein Mensch, okay, das ist die Herausforderung, die man halt irgendwie zurückkrempeln und volle Gas geben. Nicht? Noch nie war die deutsche Opposition so stark. Was sagen die Südtiroler am Tag nach der Auszählung zum Wahlausgang? Hat sie der Wahlausgang überrascht? Eigentlich schon Überraschungen, aber positive. Inwiefern? Ja, dass sich doch irgendwie eine Abänderung abzeichnet. Also für die SVP war es richtig, dass sie ein bisschen gespielt haben. Sie haben immerhin ein bisschen eine Unordnung gehabt in ihrer Sache drinnen. Ich hoffe, dass es für ihn eine Lehre war und auch mal, dass andere Parteien vielleicht auch mal zum Zug kommen, finde ich ganz toll. Und einfach eine Umwandlung für ganz Südtirol. Und mir gefällt es in erster Linie, klein-klein Arbeit zu machen und die Kontrolle auszuüben, die ja eigentlich jeder Gemeinderat oder jeder Landtagsabgeordnete der Opposition zu erfüllen hat. In diesem Sinne bin ich dann politisch gewachsen und natürlich erinnert man sich gerne an diese Zeiten zurück des Ursprungs. Und es war durchaus Glück, aber auch eine gewisse Portion Erfolg mit dabei. Nach fast einem Vierteljahrhundert im Landtag ist gestern Pius Leitner zurückgetreten. Der Auslöser dafür war ein Gerichtsurteil, das er heftig kritisiert. Es ist immer schwierig, wenn man in Südtirol über ein Gerichtsurteil etwas sagt, weil man dann nicht sofort mit Klagen eingedeckt wird, wie es jetzt ja auch wieder passiert.
Nur wenn man sich traut, ein Urteil auch zu hinterfragen, weil aus meiner Sicht es einfach ein politisches Urteil ist. Und das sind die Dinge, die mir immer sehr, sehr wehgetan haben. Ich habe damit immer zu kämpfen gehabt, schon als Landeskommandanter Schützen und so weiter. Also beim Gericht in Bozen fühle ich mich als Freiwild. Ja, sobald die Nachricht kehrt dann, dass der Pius Leitner noch dem Urteil in Weg gewählt hat, eben freiwillig aus dem Landtag zurückzutreten, dass er eben gesagt hat, er lässt sich nicht vom Gericht aus dem Landtag schmeißen, war es für mich natürlich eine große Überraschung und ein großer Moment, glaube ich, für uns alle in der Partei, bei den Freiheitlichen. Ich war in dem Moment gerade auf der Skipiste in Pfalz, eigentlich Heimatort von Pius, muss man sagen, ist ein netter Zufall, wo ich das da frage und natürlich danach sind die Telefone heiß gelaufen und es war nachher ab dem Zeitpunkt eine spannende Zeit für mich. Ja. Rund 250 Parteimitglieder sind zum Landesparteitag ins Stadttheater Sterzing gekommen, um den neuen Obmann zu wählen und den scheidenden Obmann Walter Blas zu verabschieden. Die spannende Frage war darum, wer würde sich bei der geheimen Wahl durchsetzen? Der von der alten Generation der Freiheitlichen um Pius Leitner und Uli Meier unterstützte Andreas Leiter-Reber oder Arno Mall, hinter dem die junge Generation um Roland Tinkhauser und Tamara Oberhofer standen. Und dann verkündete Wahlleiter Geiser den Sieger, Andreas Leiter-Reber. Auf ihn entfielen 129 von insgesamt 228 abgegebenen Stimmen. Das entspricht 56%. Der unterlegene Arno Mall erhielt 96 Stimmen. Ich weiß nicht, wer medial die alte Garde bei uns sein soll. Ich wurde von vielen verschiedenen Menschen in der Partei unterstützt und auch von der Mehrheit der Mitglieder, denn sonst wäre ich jetzt nicht oben an der Freiheitlichen Partei. Ich wünsche mir noch viele, viele, viele weitere Geburtstage. Die Freiheitlichen haben viele Höhen und Tiefen erlebt und die Freiheitlichen neigen auch manchmal dazu, Dinge schlechter zu reden, als sie in Wahrheit sind. Ich wünsche uns, der gesamten freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen, dass wir uns auf unser Programm, auf unsere Themen, auf die Dinge besinnen, die uns immer ausgemacht haben. Das ist Rückgrat zeigen, das ist aufrechten Gang zeigen, das ist Selbstbewusstsein zeigen, Überzeugung. Wir haben nie viel Geld gehabt, aber immer mit diesen Werten punkten können. Und ich wünsche mir, dass wir wieder diese geschlossene Gemeinschaft waren, die wir in der Vergangenheit waren und dass wir noch viele Schlachten gewinnen. Eine Schlacht steht nächstes Jahr natürlich bevor, die Landtagswahlen. Und ich hoffe, dass die Freiheitlichen mit einer geschlossenen, guten Mannschaft die Landtagswahlen gewinnen. Wir können uns nur selbst im Wege sein, denn ich glaube, wenn wir uns besinnen, woher wir kommen, was wir geleistet haben, dann kann eigentlich einem freiheitlichen Erfolg auch nichts im Wege stehen. Denn wenn wir uns die Südtiroler Volkspartei anschauen, die ist wirklich so schwach, wie sie noch nie war. Deswegen Ärmel zurückkrempeln, zusammenreißen, Persönliches hinten anstellen und auf geht's. Ich wünsche Glück auf und wir werden Südtirol 2018 eines Besseren belehren. Die Freiheitlichen werden stärker denn je sein.